In der heutigen Show gibt es Weltraumtechnik fürs Fahrrad. Wir diskutieren über abgespacede Regeländerungen der UCI. Und in Singapur braucht man jetzt einen Lappen, um Radfahren zu dürfen. Aus der Kategorie Lappen haben sich unsere alten Teamkollegen vom Team Lotto Kernhaus rausgefahren, aber später dazu mehr in den Race News. Richie verteidigt wieder sein Idol Mathieu van der Poel und am Ende muss King Eddy mit einem Machtwort für Klärung sorgen. Richie, bevor wir zur Story kommen, uns ist doch schon mal der Pascal Ackermann für seine Großzügigkeit aufgefallen und er hat am Wochenende wieder abgeliefert. Was war da los? Genau, du hast ihn ja schon im Intro als St. Martin bezeichnet. Pascal hat wirklich eine ziemlich coole Aktion abgeliefert und zwar war er trainieren im Trainingslager und 20 Kilometer vorm Hotel ist ihm dann ein junger Herr namens Kevin aufgefallen. Der stand da nämlich und hatte ein abgerissenes Schaltauge. Pascal, was macht der? Der hält an und fragt den jungen Mann, ob er Hilfe braucht. Gut, ein Schaltauge hat jetzt keiner im Training dabei, also bietet Pascal Kevin an, ja komm, ich schieb dich einfach die letzten 20 nach Hause. Woraufhin der erstmal gedacht hat, was will der Kerl da von mir? Der kann mich doch jetzt nicht 20 Kilometer nach Hause schieben, weil er nämlich gedacht hat, er wusste nicht, dass Pascal Radprofi ist. Ja, hat Pascal bzw. Ackes, wie wir ihn nennen, überhaupt nicht interessiert. Der hat Kevin dann 20 Kilometer bis vors Hotel geschoben. Ziemlich lässige Aktion, davon gibt es auf jeden Fall von uns einen Daumen nach oben. Von mir auch auf jeden Fall Daumen nach oben. Und wir haben auch noch Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar haben wir einen neuen Partner hier bei GCN. Und zwar die Traditionsmarke aus Italien, Colnago. Wer mich kennt, ich bin selbst Besitzer von einem und mega, mega begeistert davon. Wenn ihr mehr über Colnago erfahren wollt, da gibt es auf GCN Plus eine richtig coole Doku über den Gründer Ernesto Colnago. Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, einzuschalten. Und ja, ich werde demnächst das Rad zusammenbauen. Vielleicht werden wir dann ein Video dazu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall die Partnerschaft. Und du? Ja, ich setze mich dann, während du am Rad rumschraubst, mit einer italienischen Pizza daneben, um was zum Flair beizutragen. Abgemacht. Leute, was für Kevin die helfenden Hände auf dem Hintern bei seiner Heimschiebeaktion waren, das sind für uns bei GCN auf Deutsch eure Abos. Und ich habe jetzt gesehen, nur 40% der Leute, die unsere Show oder auch die Videos auf unserem Kanal gucken, die haben auch unseren Kanal abonniert. Deswegen an alle die, einmal nach oben abonnieren klicken, Daumen nach oben dalassen und dann kommen wir wieder zurück und starten mit der Story. So, und zwar Freitag hatten wir Ideen-Meeting, Knaupi. Da tauschen wir uns einfach immer so aus, okay, wo haben Knaup und ich Bock, in den nächsten Wochen eine Challenge zu machen oder sowas. Ja, und da kamen die altbekannten Challenges wie Everesting oder 300 Kilometer Tour zur Tage. Und ich habe dann eingeworfen, ja, für so eine richtig harte Challenge bräuchte ich erstmal einen besseren Fitnesszustand, weil wir unterscheiden uns schon ganz schön. Und eine Challenge wäre es doch mal, mich mit strukturiertem Training wieder fit zu bekommen. Genau, und das ist auch genau das Thema, worüber wir in der heutigen Show quatschen wollen. Knaupi und ich, wir sind ja jahrelang zusammen nach einem strukturierten Trainingsplan auch gefahren, auch im selben Team und haben jetzt beide unsere Karrieren beendet und haben schon, würde ich sagen, zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir unser Training jetzt gestalten. Also bei mir ist es so, ich brauche immer noch feste Tage in der Woche. Gut, ich meine, ich fahre jetzt nicht immer Intervalle oder so, aber ich setze mich auch schon mal auf die Rolle bei schlechtem Wetter. Einfach, weil ich das brauche, um meinen inneren Schweinehund zu überwinden und weil ich mich halt einfach auch richtig fit halten möchte. Ja, bei mir ist es komplett das Gegenteil. Ich bin nebenbei noch meine Thesis am Schreiben und fahre dann nur, um... Was für eine Thesis, glaube ich? Bachelor. Ich fahre dann nur noch, wenn ich wirklich mal eine Auszeit von dem ganzen Stress haben will. Wahrscheinlich kennt ihr das auch vom Beruf. Ihr sitzt ständig am PC oder die Kinder sind am Schreien und dann ist für mich Radfahren einfach eine super Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen, ja, den Stress vom Alltag mal hinter sich zu lassen, vielleicht seine Heimat, seine Region auf dem Fahrrad besser kennenzulernen, auf dem Gravelbike oder auf dem normalen Stadtrad. Und wenn das Wetter halt einfach mal nicht passt, dann bleibt man halt zu Hause und guckt sich eine Doku auf GCN Plus an. Ja, aber wie, also das, was ich halt da nicht verstehe, also ich denke halt, dass es doch gar keinen Spaß macht, Fahrrad zu fahren, wenn man nicht fit ist. Also ich brauche halt dieses strukturierte Training. Sagen wir mal, es regnet jetzt 2 Wochen oder die letzte Woche hat es eigentlich durchgeschifft. Ja. Da ist es ja so, dass man dann 7 Tage kein Fahrrad fährt. Und wenn ich 7 Tage kein Fahrrad fahre dann, und das öfters mal mache, dann werde ich ja immer schlechter. Und dann macht mir das Fahrradfahren ja gar keinen Spaß mehr, weil dann sind ja auf einmal 80 Kilometer komplett anstrengend. Ja, aber du musst mal diesen Wettkampfgedanken irgendwie rauskriegen. Also für mich ging das echt recht schnell. Warum? Ich habe keine Rückennummer mehr auf dem Trikot oder am Trikot und muss jetzt keine super Top-Leistung mehr bringen. Und für manche ist das halt auch einfach
ja, wie gesagt, ein Ausgleich oder ein Lifestyle, Fahrrad zu fahren. Ja, aber also du hast ja gerade immer schon mal gesagt, strukturiertes Training. Ich finde, das sollte ich an dieser Stelle auch noch mal definieren, weil ich glaube, dass es dann, also ich würde sagen, das, was ich mache, ist eher sportliches Training als jetzt so richtig strukturiert, weil meine Intervalle, ich fahre jetzt keine donnerstags keine 30-30 Intervalle mehr und freitags kein Schwellenkreuzen, sondern ich mache das eher so, ich habe das mal erfunden, das nicht mehr unter 40 Intervall zum Beispiel. Das heißt, 30 Kilometer vor zu Hause, natürlich wenn es flach oder hügelig ist, ne, dann sage ich, okay, ich fahre jetzt nicht mehr unter 40 und baller einfach nach Hause. Oder das klappt aber auch nur, wenn du Rückenwind hast. Ja, ja, komm. Und die guten Carbonlaufräder. Ja, natürlich. Aber da nochmal Dank an GCN, die statten mich da mit gutem Material aus. Oder erinnere dich doch mal, letztes Jahr, Lockdown, und wir beide sind zusammen, weil die Rennen weggefallen sind, halt einfach zusammen Intervalle, nicht Intervalle, sondern Comps. Also bei Strava Das haben hat wir uns schon rausgesucht. Ja, das hat schon Bock gemacht. Ich kann mich da noch an das eine Segment erinnern. Da sind wir, glaube ich, 40, 50 Minuten immer schön rein rausgefahren. Ich hatte dann am Ende. Raus, du hast die ganze Zeit den Druck gehangen, Junge. Träger. ja, wir hatten da über 340 Watt im Schnitt. Das hat dann schon Bock gemacht und ja, hat dann auch motiviert, die nächsten Tage kommen. Hier, da ist noch ein Komm, den holen wir uns. War zwar für mich jetzt auch nicht so richtig Struktur im Training, aber man hatte seine Belastung. Genau. Und man wusste, okay, das ganze Training, das strukturierte Training davor war nicht umsonst, weil ja, die ganzen Rennen sind ausgefallen letztes Jahr. Richtig, aber ja, sag. Was mich mal interessieren würde, es gibt auch dieses Ding da vorne, dass dich dann immer, wie so ein Chris Froome, der immer auf seinen V-Bar guckt, der ist ja eigentlich nur diktiert durch seinen Trainingsplan. Mhm. Mach das Ding doch mal ab, steck's hinten in die Trikottasche. Ich habe sogar letztens die Halterung an meinem Lenker abgebaut. Ich habe noch nie so viel Vorderrad. Ja, weil der bei dir halt auch die ganze Zeit so niedrige Zahlen draufstehen, Knauf. Ja, wenn die Zahlen nämlich hoch sind, dann macht es halt Spaß. Ja gut, die 300, die sehe ich jetzt nicht mehr so oft. Aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Also es ist auch, ich glaube, ich bezeichne das ja die ganze Zeit als Training. Und Training ist es ja eigentlich dann auch eher, wenn man auf ein festes Ziel hinarbeitet. Sondern aber ich glaube, man kann Radsport auch einfach so machen, weil es einem Spaß macht. Also das heißt, man fährt einfach Fahrrad um des Fahrradfahrens Willens und nicht, weil man irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Und dann ist es halt auch egal, ob man mal ein bisschen weniger fit ist, weil dann kann man einfach langsamer fahren. Und wenn man keinen Tacho vorne dran hat, dann merkt man es nicht. Weißt du, wer mir dazu noch einfällt? Der King Eddie, der Große, der hat nämlich mal ein passendes Zitat gebracht. Und zwar, ride as little or as long as you feel, but ride. Ja, ich find, also einfach Radfahren. Ja, einfach Radfahren. Auf Deutsch übersetzt einfach Radfahren. Und ich glaube, gutes Schlusswort, dass uns König Eddie da geliefert hat. Eddie gut, alles gut. Eddie gut, alles gut. Nee, da brauche ich jetzt einfach nichts mehr zu sagen. Ihr habt den Punkt verstanden, den wir rüberbringen wollten in der heutigen Story. Eddie gut, alles gut. Das war's. Kommen wir zum Kommentar der Woche, Tobi. Und zwar habe ich mir da diese Woche einen rausgesucht von Christoph Brucklacher. Christoph Brucklacher hat einen Kommentar geschrieben, in dem er angemerkt hat, dass er findet, dass die Siegerermittlung in Radrennen nicht mehr so ganz zeitgemäß sei, denn man könnte ja mit Power-Meter-Daten, also mit Leistungsdaten, mittlerweile exakt messen, wer wie viel Power geleistet hätte, während der Etappe oder auch während der Rundfahrt und könnte den Sieger dann so bestimmen, einfach derjenige, der über die gesamte Etappe verteilt am meisten Leistung gebracht hat. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist doch Swift. Also das ist ja Swift-Rennen, weil da gewinnt dann halt einfach der stärkste Fahrer. Aber genau darum geht es nicht im Radrennen, meiner Meinung nach. Denn was ein Radrennen ausmacht, ist eben, dass nicht der stärkste Fahrer gewinnt, sondern der mit der besten Teamtaktik, mit dem besten Team. Der am besten Rad fahren kann. Weil es kommt auf Positionierung an. Wie fährt man um Kurven? Wie bewegt man sich im Feld? Hat man am Ende ein bisschen Glück? Und das macht es auch so spannend, weil es gewinnt eben nicht jedes Radrennen Mathieu van der Poel, obwohl er wahrscheinlich meistens der Stärkste am Start ist. Ja, das hat man auch wieder bei der Flandern-Rundfahrt gesehen. Also 11 von 10 Sprints gewinnt Mathieu van der Poel gegen Kasper Asgreen. Ja. Und er hat ja dann auch im Siegerview-Interview gesagt, ein Sprint nach 2,50 ist eine andere Hausnummer. Ganz genau. Und dann kommen wir auch zum nächsten Kommentar. Und zwar hat er dein Idol Mathieu van der Poel angegriffen. Und der kommt von CCX. Den regt das total auf, dass der Mathieu so eine Sonderbehandlung bekommt und ein eigenes Bike, ein eigenes Trikot hat. Ja, und da muss ich einfach nur zu sagen, der Kerl ist niederländischer Meister und hat das Recht, Meistertrikot zu fahren. Und er ist auch Ambassador von Canyon und kriegt halt einfach mal eine Sonderlackierung. Und er ist natürlich auch nicht alleine. Also der Weltmeister fährt im Regenbogentrikot rum, der Schweizer Meister.
Stefan Küng ist ganz in Rot gekleidet, obwohl sein FDJ-Team eigentlich blau ist. Also, das liegt an der Landesmeister-Thematik, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat nichts damit zu tun, dass mein geliebter MVDP eine Sonderbehandlung. Und wenn ihr mal hier auf die Armstreifen guckt, wenn da das Länderzeichen ist, dann ist es ein ehemaliger Straßenmeister. Richtig. Tobi, ich habe die schwarze Armbinde aus Trauer um die Absage von Paris-Roubaix mittlerweile abgelegt und hatte ja auch ein klein bisschen nostalgische Gefühle, als ich dann Fabian Cancellara beim Kuss aufs Kopfsteinpflaster von der Caption Competition letzte Woche gesehen habe. Natürlich haben unsere Zuschauer auch wieder fleißig kommentiert und diese Woche hat gewonnen Christian Wrede. Und zwar hat er kommentiert mit dem Hashtag wie Ostereier ausblasen. Da ist mir nur aufgefallen, dass das wohl eine ganz schöne Sauerei werden würde, wenn Fabian Cancellara Ostereier ausbläst, weil ich glaube, der Mann hat ein ganz gutes Lungenvolumen, wie man bei dem einen oder anderen Rennen feststellen konnte. Mir hat der Kommentar trotzdem gut gefallen und deswegen gibt's davon für uns, für Christian, die GCN Elite-Trinkflasche. Und der Kollege, der diese Woche in der Auswahl mit einem Foto steht, der ist in die Schlagzeilen geraten mit einer Trinkflasche, aber dazu mehr später in den Race News oder Radsport News. Ja, es geht hier um den sympathischen Schweizer Michi Scheer, der hier ganz lustig wie so ein Bugs Bunny im Feld fährt. Aber mein Hashtag wäre frisch die Nägel geschnitten. American Nails. So, kommen wir zu den Tech News. Und zwar Elon Musk und der NASA Mars-Roboter Perseverance. Die sind ja gerade ziemlich in den Schlagzeilen. Und ja, dass die NASA neue Technologien da rausbringt, könnte vielleicht auch was für den Radsportmarkt sein. Ich habe da nämlich was gefunden und das sind so luftlose Reifen, die so wie aus einem Metallgeflecht geformt sind. Die sind auf jeden Fall 100% pannensicher, man braucht keinen Schlauch mehr. Ja, und die wären doch vielleicht was für dich, Richie, oder? Ja klar, wenn ich dann 2100 auf dem Mars ausgesiedelt bin, dann kann ich dann auch da noch GCN machen. Ja. GCN Mars sozusagen dann. Weißt du, für wen das auch was wäre? Nee, wen? Für unseren ehemaligen Teamkollegen Robert Retschke, alias Roberto Recini. Der hat nämlich, weiß ich nicht, irgendwann in den 2000ern mit Astronautennahrung rumexperimentiert. Das heißt, der hat gedacht, okay, die brauchen ja hochkalorisches Essen da oben im Weltraum in kleinen Tütchen. Und wahrscheinlich waren die Gels damals noch nicht so fortgeschritten. Und da hat Roberto Recini, der alte Magier, sich gedacht, komm, knall ich mir mal im Radrennen die Astronautennahrung rein. Das ist so ein lustiger Funfact, den wollten wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Der war einfach seiner Zeit voraus vielleicht. Starman. Unser heutiger Platz 3 in der GCN Inspiration, Knoppi. Finde ich, das Rad ist so schön, das hätte eigentlich auch den ersten Preis gewinnen können. Gerade du als Retro-Bike-Liebhaber hat ja auch mir und meiner Schwester unsere City-Bikes restauriert. Hat das ja bestimmt auch gut gefallen, aber unser heutiger Platz 3 hat sich den Platz 1 damit verbaut. Ja, beziehungsweise er hat ihn sich damit verbaut, indem er sich so komisch genannt hat. Und zwar heißt er nämlich 9X532KR WHF. Naja, wir gratulieren trotzdem ganz herzlich zu deinem S-Saver. Kommen jetzt zu Platz 2 und das geht an Jan.Seeland. Auch ein schickes Retrorad. Und der bekommt als Preis das Maintenance Book und passend zum Rad ein weißes T-Shirt. Ja, Platz 1 geht diese Woche in der Inspiration an Petra Filipowitz. Ihr Bild fasst meiner Meinung nach die aktuelle Wetterlage im April perfekt zusammen. April, der macht, was er will, um hier nochmal einen kleinen Ü40-Spruch reinzubringen. Petra gewinnt dafür, damit ihr nicht mehr kalt wird im Schnee, einmal unseren roten Hoodie und einmal ein schwarzes GCN-T-Shirt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir können nur dazu aufrufen, macht weiterhin mit in der GCN-App unter Inspiration. Ladet eure inspirierenden Fotos hoch und nehmt an unseren Gewinnspielen teil. Und wir losen wieder welche aus. Genau, wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr dann nächste Woche. Wir hatten den Schweizer Michi Scheer ja gerade eben schon mal ganz kurz in der Caption Competition und der hat ja die letzten Wochen bzw. die letzte Woche die Radsport News mit einem Thema beherrscht, denn er hatte bei der Flandern-Rundfahrt einem Zuschauer, ich glaube eine Mädel war es, ja, ich glaube ein kleines Mädchen, seine Flasche vor die Füße geworfen. Das ist ja so eine alte Tradition im Radsport. Und man freut sich einfach, also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe damals gegen die Deutschland-Tour durch meine Heimatstadt Andernach. Und dann haben die Profis halt Flaschen an den Straßenrand geworfen. Das war für mich damals einfach das Größte, so eine Flasche zu haben. Und genau das hat Michi Scheer jetzt bei der Flandern-Rundfahrt gemacht. Und das ist aber von der UCI verboten. Es gibt mittlerweile feste Zonen, in denen man seine Flaschen wegwerfen darf. Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Sache, denn damit soll die Umwelt geschützt werden.
Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann, den Schweizer dafür vom Rennen zu disqualifizieren, denn er hat ja wirklich offensichtlich diese Mädel. Er hat sich runtergebeugt und der wirklich so die Flasche zugeworfen. Es war ja klar, dass er damit seine Flasche nicht in die Pampas einfach irgendwie wirft. Ja, und er hat viel Solidarität von anderen Radprofis bekommen, die ähnliche Geschichten erzählt haben, wie sie zum Radsport gekommen sind. Und da war halt eine Sache, dass man ja so eine Trinkflasche von einem Profi aufgefangen hat und stolz mit nach Hause genommen hat. Aber bei den Frauen gab es auch noch einen Vorfall, und zwar die Italienerin Letizia Borghesi, die wurde ebenfalls für Littering, also das unerlaubte Wegwerfen von Abfall, Riegelpapier, bestraft. Sie hat behauptet, dass die Strafe würde höher liegen, als wenn sie das Rennen gewonnen hätte, wie Amenique van Vleuten. Am Ende sind es 200 Schweizer Franken, auch ziemlich deftig, und Disqualifikation vom Rennen. Also finde ich ziemlich hart. Ja, vor allem, dass dann die Strafe höher ausfällt als das Preisgeld, ist schon bezeichnend irgendwie, sollte man vielleicht auch nochmal nachregulieren. Eine letzte Sache noch, die wir gefunden haben, und zwar ist es so, dass man in Singapur, jetzt bevor man E-Bike fahren darf, einen Theorietest absolvieren muss. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlicher Fan von, weil, also was mittlerweile dann teilweise auf dem Radweg sich für Szenen abspielen, das ist gar kein Hate an E-Bike-Fahrer oder sonst irgendwas. Und sollte sich, glaube ich, eher auf einen Praxistest konzentrieren. Aber es ist halt einfach so, weil man ist jahrelang kein Fahrrad gefahren und dann steigt man auf einmal auf ein Rad, was 25 km/h fährt. Und das ist eine Geschwindigkeit, die muss man halt einfach erstmal kontrollieren können. Und ich glaube, da kann es schon Sinn machen, das vorher einfach nochmal zu testen, ob die Leute auch wirklich dazu in der Lage sind. Das ist ja auch für sie total gefährlich. Ja, in der Grundschule habe ich damals noch einen Fahrradführerschein gemacht. Und es gab immer einen, der durchgefallen ist. Ja, also für mich auch eine super, super Sache, sowas mal einzuführen. Als erstes müssen wir in den Race News natürlich mal die Ergebnisse des Rennens nachtragen, das am weitesten zurückliegt, und zwar ist das der Scheldepreis. Bei den Männern gewinnt hier Jasper Philipsen von Alpecin Phoenix vor Sam Bennett und Mark Cavendish, beide von De König Quickstep. Bei den Mädels gewinnt Lorena Wiebes vor Emma Norsgaard und auf Platz 3 kommt Elisa Balsamico ins Ziel. Die Gute heißt nicht Balsamico, die heißt Balsamo. Ja, ich mache weiter mit News aus Spanien. Und zwar ging dort die Baskenland-Rundfahrt am Samstag zu Ende. Und war ein ziemlicher Clash der Tour-Favoriten meiner Meinung nach. Und Roglic wurde ein bisschen kritisiert für die eine Etappe, wo er die Führung abgegeben hat und dann der Teamkollege von Pogacar ins Führungstrikot kam, Brandon McNulty. Aber es hat sich am Ende doch ausgezahlt. Jumbo Visma hat alles richtig gemacht und landet am Ende mit Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung vor Pogacar. Genau, ja. Also da kann man auch nur sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch. An wen man auch herzlichen Glückwunsch sagen kann, ist an unsere ehemaligen Teamkollegen vom Team Lotto Kernhaus. Wobei man die an dieser Stelle auch ein bisschen kritisieren kann, Knaupi, denn die haben ja auf der letzten Etappe dann leider die Führung abgeben müssen. Aber wir wollen an dieser Stelle überhaupt nicht die Leistung schmälern und müssen natürlich erstmal klären, worüber reden wir. Und zwar hat ja auch noch die internationale Tour of Rodos stattgefunden. Genau, die bin ich zu meiner Zeit auch 2 oder 3 Mal mitgefahren. Und wir waren schon mal kurz davor, die Rundfahrt mit Joshua Huppertz zu gewinnen, auch am letzten Tag verloren. Aber trotzdem super Leistung von den Jungs. Die haben tatsächlich, im Prolog wird Jan Hooker schon Sechster. Und dann wird die erste Etappe mit einem Doppelsieg eingeleitet. Christian Koch gewinnt vor Kim Heiduk. Und auch die zweite Etappe kann Christian Koch für sich entscheiden. Kim Heiduk wird, glaube ich, Vierter. Und am Ende belegen sie Platz 2 in der Gesamtwertung durch Christian Koch, Platz 4 durch Kim Heiduk und Platz 6 durch Jan Hooker. Da kann man nur sagen, Chapeau, läuft wohl besser, seitdem wir beide weg sind. Ja, läuft auf jeden Fall. Das sollte die Bundesliga auf jeden Fall ziemlich spannend machen. Kommen wir jetzt zu den anstehenden Radrennen diese Woche. Und zwar am Mittwoch kommt der Brabantse Pijl, der Beginn der Ardennen-Klassiker-Saison, der Männer und der Frauen. Ist immer ein ganz guter Fingerzeig für die dann nachfolgenden ganz, ganz großen Rennen. Und zwar ist das erste da das Amstel Gold Race. Das findet am Sonntag statt. Hier muss man sagen, dass es dieses Jahr ein bisschen abgeändert ist, denn es wird auf Runden ausgetragen. Ich bin mal gespannt, ob es trotzdem so spannend bleibt. Also wie gesagt, am Sonntag Männer und Frauen Amstel Gold Race. Genau, und zurzeit läuft die Türkei-Rundfahrt und für mich das größte Sport-Comeback nach Niki Lauda. Und zwar der Niederländer Fabio Jakobsen nach seinem schweren Sturz in Polen letzten Jahres zurück
im Peloton. Nachdem er ja sogar im Koma gelegen hat. Also wirklich unfassbar. Respekt dafür und ja, vielleicht kann er da mal was zeigen. Ja, also auf jeden Fall großartig, dass er sich überhaupt mal wieder auf dem Bildschirm zeigen kann. Also das ist wirklich mein, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin da ziemlich beeindruckt von. Wie gesagt, lange im Koma gelegen, zahlreiche Operationen hinter sich gehabt, sich nie aufgegeben und jetzt zurück im Radsport. Das ist wirklich eine krasse Sache. Ja, dann gibt es noch die Valencia-Rundfahrt. Die geht vom 14. bis zum 18. Bei den Männern am 18. findet dann auch noch das Frauenrennen der Valencia-Rundfahrt statt. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? 3 neue Dokus bei GCN Plus und eine davon geht über Ketones. Das finde ich ein besonders spannendes Thema. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Die Woche geht weiter mit Donnerstag, einem Video von dir. Im Mai machen ja die Schwimmbäder auf und du zeigst uns Top 5 Übungen zur Stabi. Und präsentierst uns dann. Junge, das Video ist so geil, Felix. Du präsentierst uns unseren, deinen Adonis-Körper. Ja, genau. Und das Video von Lisa Klein hat euch auch so super gefallen. Da gibt es dann am Samstag ein neues Video von ihr. Richtig. Ich muss ganz kurz mich mal für mein Lachen entschuldigen. Das war, weil Tobi mit dem im Mai machen die Schwimmbäder auf. Da geht es um ein ganz bestimmtes YouTube-Video. Das können wir vielleicht mal in die Beschreibung packen. Müssen wir mal austesten. Genau, am Samstag gibt es, weil euch schon die Interviews so gut gefallen haben, noch Lisa Kleins Pro-Bike. Also das heißt, wir stellen ihr Arbeitsgerät vor. Und am Sonntag präsentiere ich dann, wie man sicher in der Stadt radelt. Und am Montag gibt es dann, glaube ich, ein weiteres Mechaniker-Video von mir. Ja, dann bin ich wieder an der Reihe und zeige euch 5 Tipps, wie ihr euer Scheibenrad in Schuss haltet. Das solltest du auch mal gucken. Dann könntest du deiner Mutter da ja mal die Scheibenbremsen zu Hause reparieren. Das stimmt, ja. Ja, das war's auch mit der Show für die Woche. Ich hoffe, euch hat die kleine Diskussion zwischen uns beiden gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, seid ihr eher der Typ Genießer und fahrt nur bei schönem Wetter, so wie ich, oder seid ihr Team Gladiator und müsst euch mit einem harten Trainingsprogramm stehlen, damit ihr bereit für den Ring seid. Ah, top, hier Gladiator, ist das nicht dieser Film mit Ralf Möller? Ja, das war Ralf Möller an dieser Stelle. Macht's gut, Leute, ciao, bis nächste Woche. Ciao.